Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Fußballmanager 2018 unserer Karriere hier mit dem FC Sevilla in der zweiten Saison mit Sevilla. Und letzte Saison haben wir das internationale Geschäft knapp verpasst, aber es war für uns trotzdem ein großer Erfolg. Und ich habe, sage ich es mal ehrlich, wie es ist, die Aufnahmesession gestern gehabt, die letzte, und ich wollte einfach im Flow bleiben, damit ich auch später noch weiß, welche Entscheidung ich treffen wollte und das nicht irgendwie wieder zusammenrätseln muss und dann komplett andere Entscheidungen treffe. Deswegen heute die nächste Aufnahmesession, kann dafür natürlich wieder weniger auf eure Meinung eingeben, trotzdem einfach in die Kommentare schreiben, ist sehr wertvoll, denn das meiste kann man immer noch später nachholen. Wie zum Beispiel Jugendspieler etc. pp. Wunschtransfers. Wenn euch die Folge gefallen sollte, natürlich gern wieder einen Daumen nach oben und natürlich viel wichtiger auf meiner Homepage vorbeischauen und ein Abo dalassen, damit mir meine ganzen genommenen Futures wiedergegeben werden. Das hier ist jetzt die Mannschaft, die übrig geblieben ist. Hiervon gefällt mir Marc Uth auch überhaupt nicht und sonst haben wir viele Schwachstellen, was sehr offensichtlich ist. Und daran müssen wir arbeiten. Haben auch keinen wirklich guten Linksverteidiger aktuell. Und nehmen aber einiges an Geld ein. Denn hier habe ich jetzt schon mal ein paar Spieler, die auf der Transferliste sind, aber noch nicht günstiger geworden sind. Also wir können ja gerade mal gucken. Ihr habt ja schon gesehen, Linksverteidiger Bernat und so, die waren hier auf der Transferliste. Bernat würde, denke ich, sehr gut passen, obwohl er auch schon 25 ist. Aber ist halt Spanier und Moreno, Dinier. Da kann man eigentlich mit allen dreien nicht viel falsch machen. Moreno kennt ja Sevilla ohnehin schon, hat ja dort mal gespielt, ist dort groß geworden. Von daher kann man das durchaus mal bringen. Aber da muss der Preis natürlich auch stimmen. Es ist jetzt kein Weltklasse-Verteidiger, der uns auf ein neues Level hebt, aber damit können wir ja erstmal arbeiten. Ja, ist jetzt auch nicht so jung, dass er ewig bleibt, aber... Ja, besser als Mitchell Dix allemale, der jetzt aufgrund seiner langen Verletzung nicht mehr die Stärke hat, bei die wir ihn eigentlich geholt hatten. Und vor allen Dingen auch nicht mehr den Marktwert. Ja, Spieler, die gehen, habt ihr ja eben ganz kurz vielleicht auch gesehen. Da haben wir Isco, wo ich mich entschieden habe, ihn doch zu verkaufen für knapp 60 Millionen. Vielleicht kriegen wir die 70 Millionen auch noch. Kann man das schon mal machen. Ramsey, da kriegen wir auch noch ein bisschen mehr. Blind, ihr seht die ganzen Summen. Und das Geld brauchen wir, um dann neu und fett einkaufen zu können. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Alles andere habe ich schon eingestellt gestern. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Vorbereitung. Ist ja eh immer ein längerer Part. Ich weiß nicht, ob ich alle Testspiele werde ich sicherlich jetzt hier nicht in dem Part machen. Es sind ja 4 Testspiele, aber 2 werden wir, denke ich, schon durchkriegen. Und deswegen einfach rein in die Aufnahmesession. Und Spaß haben, hoffe ich. Wie gesagt, ihr müsst verstehen, ich muss einfach im Voraus aufnehmen, damit jeden Tag eine Folge rauskommen kann. Und es kommt ja euch auch entgegen, wenn da jeden Tag eine Folge da ist, mein Rhythmus gewohnt bleiben kann. Ich werde demnächst auch gucken, dass ich wieder so einen Upload-Plan, dass ich den aktuell halte, damit ihr immer wisst, welche Karrieren gerade aktuell so anstehen. Aber erstmal konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Management. Wie gesagt, AC Milan, das ist ein bisschen wenig Geld. Valencia kommt dem schon näher. Ich würde jetzt hier ungern auch auf ein paar Millionen verzichten. Ich bleibe erstmal hier komplett hart, bis es halt bei allen scheitert. Und dann kann man immer noch sagen, geh mal ein bisschen von den Forderungen runter. Aber noch passt keine so richtig. Die sind alle ein bisschen knausrig. So. Taktik, Fitness und die individuellen Fähigkeiten natürlich wichtig. Ich habe euch ja... In den Screenshots, also ich habe die Screenshots wie gemacht versprochen, nachdem ich die Aufnahmesession beendet habe letzte Saison. Und habt ihr da gesehen, bitteschön, was der Vorstand von uns will, was wir erreichen sollen diese Saison? Wir sollen, und da konnte ich auch nicht runterdrücken. Normal kannst du ja sagen, wenn da steht zum Beispiel, du sollst in die Champions League kommen, kannst du ja einen nach unten machen und sagen, ja nur für die Europa League qualifizieren oder noch einen runter, obere Tabellenhälfte oder so. Aber das ging nicht.
Die wollten unbedingt, dass wir Meister werden und das wird schwer mit Sevilla. Also keine Ahnung, wie der Vorstand auf die Idee kommt, dass Sevilla jetzt schon Meisterschaftskandidat ist. Da sehe ich das Ganze noch nicht ganz so weit. Aber gut, was will ich machen? Ich kann auch hier in den Ansprachen nicht sonderlich viel machen. Das geht deutlich nach oben. Okay. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier wieder Kohle haben. Neues Sponsorenangebot, da müssen wir natürlich drauf reagieren oder sollten wir drauf reagieren. Auch wenn es nur 10.000 mehr sind, die sollten wir direkt mitnehmen. Wie gesagt, ab jetzt entscheidet, boah, Real Madrid hat schon eine krasse Fitness. Da haben wir doch ein bisschen früh, glaube ich, dann die Saison, letzte Saison beendet und den Urlaub begonnen. Aber kriegen wir aufgeholt. Oh, Knacks. So. Ich nehme auch ein bisschen früher auf als gewohnt, weil ich, wie gesagt, heute Nachmittag noch viele Termine habe. Ich hoffe, ich kriege das bis dahin durch. Kann leider die Aufnahmesession nicht ganz so lang machen heute. Aber ich wollte einfach den Schwung mitnehmen, damit ich jetzt meinen Kader formen kann, nach den Vorstellungen, die ich gestern und heute hatte. Damit das wirklich im Flow bleibt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht das. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch trotzdem gefällt. Und wenn nicht, könnt ihr mir das gern in die Kommentare als Kritik anheften, aber wie gesagt, die Alternative wäre, ich nehme zeitnah aus, aber dann besteht auch oft die Gefahr, dass mehrere Folgen auffallen und mehrere Wochenenden hintereinander nichts kommt, weil ich, wie gesagt, ich bin Jugendtrainer, ich spiele selber aktiv Fußball, ich habe eine Fußball-AG, die ich leite, ich mache auch beruflich einiges, demnächst wieder Fortbildungen und die Zeit, sagen wir es mal so, wie es ist, die wird nicht mehr bei mir und deswegen muss ich halt so extrem vorproduzieren. Er lädt jetzt natürlich auch wieder ein bisschen länger, ist klar, es ist früh morgens für den PC. Der ist nicht wie ich schon seit Stunden wach. Aber der ist auch nur eine halbe Stunde später als ich aufgestanden. Ja, eine halbe Stunde nicht. Sagen wir mal eine Stunde später als ich ist er aufgestanden. Und geben wir ihm mal die erste Folge hier zum Wachwerden und dann wird aber Zeit, dass es geliefert wird, ne? Der Autosave findet wieder statt, ist auch gut. Man ist ja leider nie vor Abstürzen gefeilt. In 3 Tagen ist der Stadionausbau fertig, das heißt, wir haben dann 48.000 Zuschauer, waren das, glaube ich. Der zieht uns regelmäßig ab. Wen trainiert der denn? Athletic Bilbao? Chugo Ziganda. So, deswegen wollte ich aber hier hin. Neues Sponsorenangebot von Hermes. Oh Gott. Die DHL wäre mir lieber, aber wie gesagt, das Geld entscheidet nun mal. 97.000. Ist das viel im Vergleich zu den anderen? Okay, da haben wir ein bisschen schlecht verhandelt, würde ich sagen. Oder es ist die Saison einfach nicht mehr drin. Ich weiß es nicht. Normal macht ja auch immer mein Mitarbeiter die Verhandlung, aber den haben wir aktuell noch nicht. Wir hatten eine Mitarbeiterstelle frei, die hat man, glaube ich, auch schon seit letzter Saison frei, weil ich habe da nichts verändert und ausgebaut. Aber kriegen wir die jetzt schon günstiger? Ne, noch nicht. Deswegen warten wir da noch ein bisschen bis Samstag, gehen jetzt einfach nur weiter. Ein paar Transfers sind schon gescheitert, aber da guck mal gleich mal drauf. Ihr habt ja die Uhrzeit gesehen, 10 Uhr irgendwas, also deutlich früher als sonst. Sonst ist ja eher so immer 13, 14, 15, 16, 17, 18 Uhr meine Aufnahmezeit. Aber wie gesagt, heute müssen wir, da ich Nachmittagstermine habe, ein bisschen umdisponieren. Das sieht schon sehr gut aus, Olympic Lyon. Wie gesagt, es wäre schön, wenn die Transfers schnell von der Bühne gehen, damit wir schnell auch das neue Geld haben und damit schnell verhandlungsfähig sind. Die Testspiele kommen, da warten die nicht drauf, dass wir den Kader komplett haben und wir müssen uns natürlich einspielen und jeden Tag, den die im Trainingslager mehr mitnehmen, die Neuzugänge, werden die natürlich stärker, was auch wichtiger wäre.
Aber mit der Linksverteidigerposition haben wir jetzt erstmal ein Riesenproblem, weil wir haben da einfach keinen. Zumindest fällt mir gerade keiner ein, der noch im Kader ist, der Linksverteidiger spielen kann. Daily Blind steht ja auch auf der Abschussliste. Wir haben den Rechtsverteidiger, dann ist aber die Frage, wer spielt Rechtsverteidiger? Dann müsste man irgendeinen Innenverteidiger hinschieben. Könnte vielleicht Kempf spielen. Der wäre noch, glaube ich, am ehesten dafür geeignet. Dann würde der auch Spielpraxis sammeln. Ich glaube, das ist erstmal die beste Lösung, denn bis dahin, bis hierhin kriegen wir keinen neuen Linksverteidiger. Da bin ich froh, wenn wir bis dahin den ersten Spielerverkauf eingetütet haben und das erste Geld schon bekommen haben. Bei Olympique Lyon sah es wie gesagt gut aus, aber wenn der PC weiter so langsam arbeitet, dann wird das eine sehr kurze Aufnahmesession, weil ich zu gar nichts komme. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist Pfingstsonntag, könnte also sein, dass viele das gar nicht gucken, weil bei uns in der Gegend ist natürlich Pfingsten ein großes Fest, ja, für mich jetzt nicht mehr so, das war es mal in den Kindheitstagen, aber ja, ich bin jetzt irgendwie so vom Typ her so, war schon immer nicht so der große Partylöwe, ja, aber jetzt ist das noch eher ins absolute Gegenteil abgedriftet und ich bin öfter mal froh, wenn ich meine Ruhe habe, schön zu Hause mich mit dem Fußball beschäftigen kann oder sonst was. Aber ja, gehört ja auch nicht hierhin, aber vielleicht ab und an mal so ein bisschen Randstory ist doch auch ganz nett, während der hier ewig lädt, bevor ich die ganze Zeit nur schweige. Könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr so drauf seid. Gibt's bei euch Pfingsten, so große Pfingstfeste mit Pfingstbaum und totales Besäufnis und was auch immer? Sagt nicht, das hier ist Olympique Lyon mit Ramsey, dann werde ich aber sauer, wenn das wegen den 2,5 Millionen gescheitert ist. Kann man natürlich verstehen, dass Olympique Lyon da kein Geld hat, die 2,5 Millionen mehr zu zahlen, aber wäre bitter, weil das kurz vor der Einigung stand. So, 57 Millionen von Rom, das sieht eigentlich schon gut aus. 23 Millionen war auch nicht weit weg von 25, aber ihr seht ja schon selber, das meiste ist hier schon noch extrem weit weg von dem Betrag, den wir gern haben wollen. Und die, wo es extrem weit weg ist, das ist halt Beratersache. Die, wo ein bisschen näher ist, habe ich meistens selber angefragt. Zum Beispiel Berater losgeschickt, bei Isco kam gar kein Verein, der Interesse hatte. Ich mache jetzt ohnehin mal auf Pause, weil die ohne Interesse vom Berater, die sollten jetzt eigentlich zurückkommen. Wenn ich richtig gerechnet habe. Auf einmal schön krass nach vorne bei der Präsentation Finanzen hier. Auf 19, wir waren auf 13, 12, 11. Wir nehmen natürlich das Geld, das wir einnehmen, egal wie viel das im Endeffekt ist, aber wenn wir allein schon für Isco nahe der 70 Millionen landen sollten, landen wir auf jeden Fall bei über 100 Millionen und dafür werden natürlich erstmal Neuzugänge gekauft. Mit 100 Millionen, das klingt im ersten Moment wirklich viel, aber ist auch leider relativ schnell wieder weg, wenn man gutes Personal holen will. Deswegen war der Verkauf aber von Isco umso wichtiger. Für 70 Millionen kriegt man mal mindestens 2 Iscos. Und dann können wir das ein bisschen verteilen. Es ist nicht nur wichtig, dass wir Qualität reinholen, sondern auch direkt neben der Qualität ein bisschen Quantität. Nicht, dass wir stark in die Saison anfangen, 2 Verletzungen kommen und dann gar nichts mehr holen, sondern wir brauchen auch gute Ersatzleute. Aber solltet ihr von mir eigentlich gewohnt sein, dass ich nicht nur eine Top 11 habe, sondern da auf der Bank auch noch Leute, die durchaus auch bei anderen Vereinen Stammplätze inne hätten. Und natürlich die Jugendarbeit bei mir extrem wichtig, aber das ist jetzt gerade erstmal Schwerpunkt 2, denn wie gesagt, der Vorstand hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, was ich nicht verstehe, dass die unbedingt wollen, dass wir Meister werden. Ich meine, klar, wir waren in der Rückrundentabelle Zweiter. Es wäre theoretisch möglich, aber wir müssen jetzt auch erstmal den Kader zusammenbekommen. Stehen ja vor dem kompletten Umbruch und das ist nicht ganz so einfach, ne? So, er akzeptiert das Angebot, er ist ein richtig guter Spieler,
können wir zum richtig guten Spieler machen. Rechtsverteidiger, rechts außen, der kriegt das alles hin. So, wie gesagt, jetzt hier die ganzen, wo der Berater, Olympic Lyon ist tatsächlich gescheitert, Isco ist gescheitert, Plein gescheitert, Korschi ja gescheitert. Probieren das einfach nochmal, obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie was bringt. So, bei Luis Muriel hat man, glaube ich, gar kein Angebot, ne? Doch, hat man was. Dann probieren wir es einfach so nochmal. Sind ja jetzt ein paar mehr Vereine auf ihn aufmerksam geworden. Und bei Nsonsi, da hat man, glaube ich, gar nichts, ne? Nsonsi taucht hier noch nirgendwo auf. Das heißt, da müssen wir eventuell ein bisschen runter. Aber 17,5 ist jetzt eigentlich okay. Vielleicht kommen durch neue Vereine, jawohl, 15 Millionen, Marseille. Den haben wir den selber geholt? Nee, der war schon bei Sevilla. War zum Ende der Saison sehr, sehr wichtig, aber wie gesagt, aufgrund der Alterssache, die ich mir selbst immer auferlege. Die Spieler sind immer noch nicht günstiger, kann das sein? Nein. Wird erst am Samstag so. Itter, auch ein geiler Typ. Aber leider nur per Laie, macht keinen Sinn. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar Tage weiter. Und hoffen, dass jetzt mal Verträge und Verkäufe langsam reinkommen und stattfinden. So, 28,5, komm, das sieht doch gut aus. Lass das bitte nicht scheitern, ey. So, PC lädt immer noch sehr langsam, lalalala. Was gibt es denn Neues hier? Gar nichts, nein. Dann nehme ich halt ein Kaltgetränk. Oh, die Sorte ist sogar noch leckerer, als ich sie in Erinnerung hatte. Mango Orange Passion Fruit. Einfach saulecker, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn die Sorte, die ich danach im Petto habe, noch ein bisschen geiler ist mit Green Apple. Bin ja so und so eher der Grünfruchtmensch. Also Kiwi, Apfel ist so meine Welt. Na komm, spring jetzt mal auf den Donnerstag. Er würde mir einen großen Gefallen tun, wenn du mal langsam aus dem Knick kommen würdest. Ich verstehe es nicht, warum der am Anfang immer so langsam ist, früh morgens. Es ist ja wirklich nur in den Aufnahmesessions so, die ich morgens abhalten muss, wo der Arsch langsam ist. Ich hatte ja erst immer gedacht, das liegt am Rendern, aber ich habe über Nacht jetzt nichts gerendert. Daran kann es also definitiv nicht liegen. Und ich hatte wie vor jeder Aufnahme alles gleich gemacht. Ja, schon mal einmal ein Video aufgenommen zum einfach gucken, ob es läuft. Den PC dran gewöhnen. Das ist bei mir so ein Ritual geworden, den PC dran gewöhnen. Dass gleich Last auf ihn zukommt, aber irgendwie immer bei den Autosales braucht der ewig. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Immer in der ersten Folge. Die zweite Folge ist dann ein bisschen schneller, aber auch noch nicht endschnell. Und dann ab der dritten Folge läuft alles normal, aber tja, normal ist das alles nicht, ne? Wie sieht's denn aus in Sachen Finanzen? 2 Millionen. Wir machen erstmal weiter mit den billigen Sachen, also in Anführungszeichen billigen Sachen aufbauen. Und gehen dann noch ein paar Tage weiter. Es ist kein Transfer gescheitert, das ist gut. Aber Stadion von 48.000, das reicht hinten und vorne noch nicht.
wenn wir irgendwann mal tatsächlich, wie der Vorstand möchte, wir haben die Fitness schon gut aufgeholt, Meister werden sollen. Boah, nur noch Milan hat Interesse an Isco. Das ist ein bisschen dünne, weil die bieten nicht so viel Geld. Ich glaube, bei Isco wird das scheitern mit den 70 Millionen. Da müssen wir ein bisschen runter, wobei ich doch echt gern 70 Millionen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben den so stark gemacht. So, über die Kopfhörer höre ich, wie der PC arbeitet. Ist schon mal positiv, das zeigt, dass er langsam in die Gänge kommt. Genauso wie unsere Fitness. Also das ging jetzt wirklich fix in der Woche, dass wir den Rückstand schon recht gut aufgeholt haben. Maus läuft noch super flüssig, also da keine Probleme. Ja, was gibt es sonst Neues bei euch, Kollegen? Gab es irgendwas Neues im Fußball seit gestern Abend? Glaub nicht. Ne, eigentlich nicht. Worüber können wir denn noch reden? Ist jetzt, ein bisschen müssen wir noch überbrücken. Ich glaube, nach dem ersten Freundschaftsspiel wird es ein bisschen flotter gehen, weil er dann die Höchstlasten, sag ich mal, gepackt hat. Aber ja, boah, so zieht sich ein Part endlos in die Länge mit diesen langen Ladezeiten, ey, heftig. So viel muss der doch gar nicht berechnen. So viele Transfers sind noch gar nicht im Umlauf. Es ist einfach, weil er noch nicht aus dem Knick kommt. Neuer Mitarbeiter, da ist der Scout. Banega gescheitert, Luis Muriel gescheitert und Sarabia gescheitert. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber gucken. Leider haben wir es nicht geschafft, bis zum ersten Freundschaftsspiel einen Spielerverkauf unter Dach und Fach zu bringen. Das ist sehr bescheiden. Wie gesagt, ich hätte da sehr drauf gehofft, dass da bis dahin schon jemand weg ist, aber haben wir nicht hinbekommen. Das sieht doch knapp aus, ist aber auch gescheitert. Ja, wow, ey, wollt ihr mich flachsen, Leute? Kann doch nicht wahr sein, als hättet ihr alle kein Geld. Come on. Give me your money, please. Ihr kriegt dafür auch gute Spieler. Die haben wir so stark gemacht. Das ist manchmal echt ätzend, dass man das Geld so schwer reinbekommt. Wir sind trotz Kredit, ja, sind wir schon bei 19 von 20 finanziell. Das ist schon nicht so schlecht. Wenn wir jetzt den Kredit abbezahlen, müssten wir eigentlich bei 30 von 20 landen. Ah, kann sich ja leider auch noch einiges drehen. Aber erstmal, wie gesagt, wird der Kredit nicht abbezahlt, sondern der Kredit wird erst abbezahlt, wenn die Transferperiode endet, wir noch sau viel Kohle übrig haben, transfermäßig, und das nicht nutzen können. Weil dann können wir dann im Winter neue Möglichkeiten schaffen und können bis dahin easy erstmal den Kredit abbezahlen und sind da ein bisschen sorgloser. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, und gerade wenn der so langsam lädt, ist das ja extreme Zukunftsmusik. Dann sind wir in 2 Jahren noch nicht so weit. Es tut mir auch leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Muss ich demnächst 3 Uhr morgens aufstehen, dann schon mal 2 Stunden trocken aufnehmen und dann ist der soweit, oder wieso, weshalb? Ja,
Also ich kann schon denken, woran das liegt. Ja, ich habe ja schon mehrmals jetzt in den Outros und auch zwischendurch mal erwähnt, dass mein PC schon sehr, sehr, sehr alt ist mittlerweile. Also 5 Jahre hat der schon auf dem Buckel und ist nicht mehr ganz, wie man so schön sagt, State of the Art. Ja, aber er ist ja nur am Anfang der morgendlichen Aufnahmesessions, die ganz, ganz selten sind. Wie gesagt, ich bin auch nicht selber so ein großer Fan, morgens schon aufzunehmen. Ich bin zwar kein Langschläfer, überhaupt nicht. Das Späteste, was ich aufstehe, ist 9 Uhr am Wochenende. Und trotzdem kann ich mir was Besseres vorstellen, als morgens aufzunehmen. Und wir müssen jetzt gucken. Kempf kann sogar Linksverteidiger und nicht Rechtsverteidiger. Okay. Wie sieht's bei den anderen aus? Lengli kann davon auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, packen wir Kempf dahin, wo der Dietz ist. Und nehmen gerade nochmal einfach nur einen Spieler noch mit in die erste Mannschaft gleich. Ja, Freundin ist wieder sauer, das ist mir aber auch gerade egal, muss ich sagen. Manuel Pellegrini, ja, kennt man. Da hat sich nichts geändert, da hat sich nichts geändert. Beobachtet Carlos Mané, ja, Moment. Erstmal hast du die Aufgabe. Das Blickfeld kann warten. So, jetzt am Samstag müssten aber die Spieler schon mal günstiger sein, aber wir haben halt nur 9 Millionen, davon kriegen wir jetzt auch nicht unbedingt viel. Okay, das ist eine Laie. Rechtsverteidiger, Klostermann. Der wird wahrscheinlich zum größeren Verein gehen, genau zu den Bayern. Die sind schon beide an der Altersgrenze. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so toll. Deswegen gibt es keinen Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Ja, nehmen wir Alberto Moreno. Wann hat der Geburtstag? 5.7. Juni, Juli, der hatte gerade Geburtstag, also der wird dieses Jahr nicht mehr 27. Ist der denn schon günstiger? Ist er nicht. WTF. Bernard ist einigermaßen günstig. Fangen wir mal bei 6 Millionen an. Alberto Moreno erstmal aus dem Blickfeld entfernen, wie allgemein alle, würde ich sagen. Wir gehen jetzt wirklich streng nach der Liste, damit ich hier auch einen besseren Überblick habe. Die Spieler konnte ich auch noch nicht verleihen. Jetzt geht's. Ich glaube aber nicht, dass sie hier in Spanien bei irgendwem spielen können. Da müssen wir eher in eine schwächere Liga gehen. Schade, ich dachte, wir können dazu Helsingør verleihen, aber die tauchen hier nicht auf. Zypern, Schweiz, Deutschland, dritte Liga ist das ungefähr, würde ich sagen. KSC vielleicht. So, damit der schon mal spielt. Bei ihm wird es noch schwieriger. Ich glaube, der muss ja in der Regionalliga. Oder können wir den zu... Dänemark ist noch nicht mal auf der Liste. Aber Regionalliga hat kein Interesse an ihm. Dritte Liga wird er niemals spielen. Aber einfach nur damit Sandhausen, na gut. Zweite Liga, Bundesliga. Das reicht nicht. Gergele Brücke ist zu stark. Frankreich sind sie zu gut. Da müssen wir noch warten, bis da andere Vereine oder ihn entlassen, weil er ist 19. Na komm, eigentlich müssen wir ihn entlassen. Es hat keinen Sinn, ihn weiterzuhalten. Ich sollte aber weiter auf der Transferliste gucken, wie ich hält. Dingier, ist der auch günstiger? Nein, ist er noch nicht. Also es sind hier noch nicht viele wirklich günstig. Das ist nicht so toll. Aber wir gucken einfach mal durch und schauen, ob wir vielleicht schon mal Schnäppchen machen können. Lemos. Sieht ganz toll aus, ist aber auch nur ein Rechtsfuß und wir brauchen langsam mal einen Linksfuß.
Füßler ist Kurzuma auch nicht. Was hat Lindelöf? Auch nur eine 3. Mattes Delikt. Der geht doch bestimmt zum besseren Verein, oder? Ja, war klar. Was ist denn hier so linkslastig? Knoche, aber der ist ein bisschen zu alt. Ruben Weso kennen wir ja. Könnte sich auch gut entwickeln. Aber da ist keiner, wo ich sage, ey, muss ich unbedingt haben. Sandro Horn, ne. Lindelöf ist noch nicht mal günstiger dafür, dass er auf dem Transfermarkt ist. Das ist jetzt aber auch nicht so toll. Na, Kurzuma noch der günstigste von allen, aber ich glaube, dafür haben wir noch nicht genug Budget. Den können wir uns erst leisten, wenn Spielerverkäufe kommen. Also weiter umschauen. Wie gesagt, die Parts sind jetzt lang, aber damit können wir doch leben, glaube ich. Sensi hat kein Spielerbild. Johannes Geis. Da sind natürlich die guten Vereine mittlerweile an ihm dran. Das ist so schade. Wir haben den stark gemacht. Lorente ist auch noch nicht wirklich günstig. Da warte ich lieber auch noch mal ein bisschen. Ist nicht so mein Spieler. Auch wenn ich ihn eben auch auf der Wunsch- oder im Blickfeld hatte. Nicht Wunschliste, das wäre ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ja, die Transfers ohne Budget zu haben, die gestalten sich schwierig, weil ich möchte wirklich Spieler holen, die uns auch weiterbringen und nicht zu viel kosten. Erstmal, weil wir das Geld ohnehin nicht haben. Rabiot, wie sieht's da aus? Würde auch geil sein, aber ist auch Spielmacher. Warum ist der denn jetzt auf einmal Spielmacher? Laie macht keinen Sinn. Rafinha von Barcelona dürfte auch Spielmacher sein. Was natürlich ein bisschen suboptimal ist. Zielinski ist Spielmacher. Kabios ist Spielmacher. Warum sind die denn alle Spielmacher geworden? Die waren noch früher keine Spielmacher. Ich krieg die Krise. Ich brauche keine 3000 Spielmacher. Ich brauche auch mal andere. Dribbler und Kämpfer und dies und das. De La Faux. Ist auch noch nicht so günstig und wäre ohnehin nicht so der Wunschspieler von mir, da ist El Haddadi schon eher was, aber ist auch nicht so günstig und nicht so stark, wo ich sagen würde, der hat die Klasse. Theo Bongonda, Torriecher 78, Flanken 61 und tschüss. Auch keiner dabei, ihr seht's ja, es ist einfach nur C, Marco Piaka. Dribbler, aber auch noch nicht zu günstig, deswegen erstmal noch nix. Jetzt ist das schwierig, Leute. Wir brauchen dringend das Geld durch die Verkäufe. Pereira, der bei Valencia zur Leihe war. Kai Havertz, der geht bestimmt zu einem besseren Verein, genau Dortmund. Sonst ist hier auch wieder nichts. Yassine Benzia, der mal ein super Stürmer war, jetzt ist der Spielmacher. Verstehe ich nicht, wieso gibt es auf einmal Milliarden Spielmacher? Paco Alcacer wäre natürlich ein wunderbarer Stürmer, ist noch zu teuer. Batshuayi, noch zu teuer. Dolberg geht zum besseren Verein, würde ich vermuten. Gladbach mischt da mit. Moise Kean, Laie, war klar. Ja, da ist noch nichts für uns dabei, leider. Wir müssen erstmal gucken, dass wir bei den Verkäufen wieder Gas geben können. Millionen, die kann echt keiner zahlen, ne? Das ist hart. Ich könnte auf 65 Millionen runtergehen, das ist immer noch ein guter Wert, aber ich hätte gern das Optimum von 70.
Hat denn noch keiner hier einen Spieler verkauft oder einen Investor, der so viel Geld hat? Come on, Boys. Arsenal hat Interesse. 61 Millionen immerhin schon mal. Ansonsten sieht hier alles solide aus. In der Jugend. Das Weite okay. Hier braucht man bei PKREC. Nicht PKREC, sondern PKREC. Einen neuen Mentor. Dann Lenglet, wie gesagt, Verteidiger zu Verteidiger. Ressus haben wir noch keinen, der schnell ist, ne? Ich merke aber hier schon, allein hier schon, ist der PC so ein bisschen am Nachfriemeln und hat Probleme. Das ist nicht so geil. Wir holen uns. Javier Perez für eine Woche in die Mannschaft, weil das ist ja der Spieler, der ohnehin nochmal bleiben soll. Damit wir wenigstens ein bisschen wechseln können. So, Teamgespräche können wir, glaube ich, nicht führen, oder? Doch, können wir, sehr gut. Perez, dem sage ich erstmal Robustheit. Ja, komm, Robustheit. Wenn er verliehen wird, muss er das ja lernen, sonst kriegt er das nicht mehr hin. Price. Kempf kann es nicht, will es nicht, braucht es nicht. Carmona kann auch keine Flanken lernen. Mann, 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 was ist denn das? Er kann nur Verantwortung übernehmen. Der ist doch nicht verletzt. Wieso kann der nur die Verantwortung? Bitch, please. Und ansonsten können wir mit keinem mehr hier sprechen. Naja, wir haben unser Bestes getan. Mannschaftsführung findet großen Andrang. Taktik ist klar. Bryce Spielmacher. Ut erstmal als unser Stürmer, womit ich noch nicht so gut leben kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier keine endgültige Mannschaft, ja. Und dann gehen wir rein ins erste Testspiel. Würde ich mal behaupten, natürlich per Sofortberechnung werden jeden Zentimeter umkreisen. Hm. Kam ich kurz mit dem Handy ans Ding. Ein Eigentor, mehr haben wir noch nicht fabriziert. Jetzt der Ausgleich, das ist jetzt nicht so stark. Aber wie gesagt, das ist mit den Neuzugängen oft so, dass die noch nicht so wirklich performen. Aber die Mannschaft hier müssen wir eigentlich schlagen. Da ist jetzt doch ein bisschen Unzufriedenheit da. Mit einem Unentschieden gegen die tue ich mich nicht zufrieden. Pozzo, Perez, Tuanze bekommt für Gimenez und Keeper geht ins Tor. Der Rest bleibt so bestehen. Ja, und der Al-Sharabab geht noch in Führung, ey. Musste mit einem Unentschieden gegen die noch zufrieden sein, das ist unfassbar. Ja, wie gesagt, die Mannschaft ist noch nicht da. Zinedine Machach hat sich gut präsentiert, aber sonst bescheidene Vorstellungen. Ich guck da grad mal, was da in die E-Mail reinkam. Dim, dim, dim. Ein Kommentar zu meinem Let's Play. Dann kriegt man natürlich direkt wieder drei Benachrichtigungen. Hier, neue Aufnahmesession, endlich wieder Arne Meyer. Der ist jetzt ja wieder bei Hertha, der wäre vielleicht auch einer für uns, aber erstmal brauchen wir hier ein bisschen Geld. Hoffentlich springt Arsenal noch nicht ab. Das hier sieht doch gut aus, da fehlt nur noch eine halbe Million. Wehe, das ist jetzt an der halben Million gescheitert, dann flippe ich aber echt aus, Freunde. So, bei vielen fehlt einfach noch so viel Geld, das ist unfassbar. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, ja, der Part wird jetzt ein bisschen länger, wir haben vielleicht wieder 45 Minuten in diesem Part, aber es ist auch zum ersten an der langen Ladezeit geschuldet und außerdem Vorbereitung ist immer ein bisschen
viel verhandeln, viel einstellen, viel überlegen, wie können wir das am besten machen, viel umschauen. Raúl, natürlich ein Jugendspieler in Spanien mit einem tollen Namen, aber die Stärke von 49 und da er mir sein Name auch nichts sagt, also jetzt, also Raúl sagt mir schon was, ja, aber er ist keiner unserer talentierten Spieler, leider Gottes. Sonst wäre es natürlich geil, wenn wir als Stürmer einen Raúl kriegen würden und dann Nestor, was ja, wie ich in der letzten Aufnahmesession schon sagte, damals der Name für Van Nistelrooy war, weil man den nicht lizenzieren konnte in einem Spiel, hieß der immer nur Nestor und hat geknipst ohne Ende, der Nestor. Ich weiß gar nicht, welches Spiel waren das nochmal, Alter. Ich habe auf der PlayStation 2 gespielt. Welches Fußballspiel war das? Kann ich das gerade mal googeln, Alter? Würde mich schon interessieren. Wie google ich denn das am besten? Nestor. Van Nistelrooy. Das ist Football 2005. Das ist Football 2005. Ich guck mir gerade mal das Cover an. Aber ich glaube, das war's. Der lädt ja eh noch hier 3 Tage, deswegen kann ich das ja mal nebenbei machen. Da haben wir auch ein tolles Thema gefunden. Wo haben wir denn das Cover? Das ist Football 2005. Ja, das war's. PlayStation 2. Das war damals so neben FIFA meine zweite FC Helsing gehört in den. Okay. Mein zweites Spiel, was ich immer gern gezockt habe. Daily Blind 25 Millionen angenommen, Ramsey 30 Millionen angenommen und auch Arsenal ist nicht abgesprungen. Es kommt also bald 50 Millionen kommen bald rein. Was sehr, sehr positiv ist, kann es kaum erwarten. Dann können wir nämlich endlich richtig anfragen. So, wir haben 2 absolut überragende Torhüter, ja. Auf der Position haben wir keinen Bedarf. Auf der Innenverteidigung haben wir jedenfalls jedoch extremen Bedarf, ja. Also, da müssen wir was tun. Mahach, der könnte sich wirklich gut entwickeln. Den habe ich natürlich nur wegen Zinedine gekauft, aber der könnte vielleicht die Überraschung der Saison werden. Und ansonsten, ja, Marc Uth, mit dem werden wir keine Best Friends. Bei Bryce weiß ich auch noch nicht. Das wäre eigentlich so ein Verleihkandidat, aber es kommt drauf an, wen wir einkaufen können. Und das werden wir jetzt dann in den nächsten Minuten erfahren. Wie gesagt, sorry, dass der Part ein bisschen länger ist, ja, aber dann habt ihr was zum Gucken. Ist ja auch für mich anstrengender, längere Parts aufzunehmen als immer 20 Minuten im Schnitt, so 15, 20. So, Moussa Dembélé, guter Transfer für Liverpool, solider Nachwuchsstürmer, hat noch deutlich Potenzial nach oben. Dayo Upamecano, sensationeller Leihtransfer für Kaiserslautern. Solanke geht zu Reading, weil die ja Dembélé jetzt geholt haben. Das passt alles, das ist alles schlüssig. Isco, Arsenal, Interesse haben wir gesehen. So, weiter geht's. Wir brauchen noch mehr Verkäufe. Beim Torwart bin ich vielleicht auch am ehesten noch dazu bedacht, nicht auf die 3,5 Millionen zu pochen, weil da macht's der Braten nicht fett. Luis Muriel gescheitert. Mann, Mann, Mann. Komm, Verkäufe, Verkäufe. Wir brauchen Verkäufe. 45 Millionen, das ist weit, weit zu wenig, Leute. Sorry, aber das geht nicht. Ich brauche auch mein Geld. Ihr wollt ja auch das Geld haben. So, unser Rechtsverteidiger ist jetzt beim KSC. Soll dort Spielpraxis sammeln, um nächste Saison dann vielleicht schon bei uns in der ersten Mannschaft helfen zu können. Und wir haben ein paar Verkäufe. Dann können wir jetzt ja bei anderen nachfragen. Sehr schön.
leider einen Tag wieder zu spät drüber benachrichtigt worden und einen Tag haben wir verschenkt. 150 Millionen. So, trotzdem wollen wir natürlich nicht zu viel Geld ausgeben. Ne? Hier gehen wir auf 5 Millionen runter bei Bernard. 63 Millionen sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ihr scheitert nicht. Wir sind da doch auf einem guten Weg. So, hier wird aber noch einiges scheitern. Müssen wir gleich also nochmal reingucken. So, aber er lädt schon mal ein bisschen schneller. Ist jetzt keine Hypergeschwindigkeit, aber wie ich prophezeit habe, beide Spieler gehen für Newcastle, sowohl Blind als auch Ramsey. Also Newcastle hat Geld ohne Ende scheinbar. Die haben aber kein, die haben noch keinen Investor, oder? Newcastle? Ich glaube nicht. Wüsste jedenfalls nicht warum. Sergio Rico ist sehr, sehr verärgert. Das heißt, der Keeper wird jetzt erstmal stärker werden als er. Aber ja, dann ist das halt sein Problem. Miramon sieht gut aus. Lenglet erreicht Trainingsziel. Die kleinen Nachrichten natürlich nicht überlesen. Das ist wichtig, dass wir den auch noch gut trainieren. Beweglichkeit. Ramsey, danke für deine kurzes Intermesto. Daily Blind war noch viel wichtiger als Ramsey, aber gut. Banega haben wir auch angenommen, der wird also demnächst auch gehen, das ist auch gut. Kier gescheitert, Muriel gescheitert und ganz viel gescheitert. Aber wir sind bei allen noch im Rennen. 68 Millionen mittlerweile bei Isco. Da würde ich sagen, können wir das auch annehmen. Dann haben wir das schon mal fest eingetütet und besteht nicht die Gefahr, dass das scheitert. 68,5 Millionen, da fehlen nur 1,5. Wie gesagt, da muss man ab und an auch mal sagen, ist okay. So, Linksverteidiger könnte man eigentlich auch gebrauchen in der Jugend. Wobei wir da noch fast alles gebrauchen können. Jugendscouts brauche ich, glaube ich, hier noch nichts machen. Aber auf dem Transfermarkt können wir natürlich gucken. Wie gesagt, ich fange immer beim Torwart an, obwohl wir auf der Position absolut keinen Bedarf haben. Rechtsverteidiger, Klostermann, lalalala, ist immer noch keiner dabei. Die TAWs, lalala, ne, macht nichts Sinn. Moreno wird immer noch nicht günstiger sein, nehme ich an. Dann macht das auch für mich keinen Sinn, dann nehmen wir lieber Bernard. Dinier ist auch noch nicht günstiger, dann bleibt halt dabei, ich schieb euch keine Kohle in den Arsch. Kurt Zuma ist ja ein bisschen günstiger gewesen, ne? Den können wir schon mal anfragen, damit wir die Innenverteidigerposition auch so langsam angehen. Nico Elvedi, der wird wahrscheinlich nur zum besseren Verein gehen. Atletico Madrid, war klar. Lindelöf ist nicht wirklich günstiger, De Ligt war auch nicht günstiger. Oxford bestimmt auch nur zum besseren Verein. Southampton, ja. Und sonst ist hier, glaube ich, keiner mehr dabei. Gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier die günstigen Spieler einkaufen, bis wir das Geld wirklich komplett haben. Didi, der wird auch zum besseren Verein gehen. Johannes Geis. Ist auch nicht wirklich günstig. Deswegen nehme ich da auch keine erneuten Kontakt auf. Ja, Lorente. Wir haben aktuell keinen Ersatz-Innenverteidiger auf Paredes, wollte ich gar nicht. Deswegen sollten wir Lorente abfragen. Wäre aber schön, wenn Lorente genauso günstig wäre, wie Paredes eben war. Denn die 6,5 sind ja eigentlich zu teuer, da müssen wir noch einiges runter verhandeln. Aber eher Spanier sollten wir auf jeden Fall auf der Liste haben. Linkes Mittelfeld. Es gab doch irgendwo einen halbwegs guten Ablösefreien. Wer war denn das? Rabiot sollte man auf jeden Fall anfragen. Auch wenn er leider Spielmacher ist mittlerweile. Rafinha müsste man eigentlich auch anfragen. Aber wenn wir Rabiot anfragen, braucht man Rafinha nicht mehr. Wie viele Spielmacher haben wir? Wir haben Bryce und ihn. Vorteil an Rafinha wäre natürlich,
Er ist kompletter Spielmacher. Er kennt die spanische Sprache, die spanische Liga. Was hat er in Freistößen? 75, 74, 75 bei Rabiot. Ist das nicht ganz so stark? Aber der hat für die Position starke Werte, ist jünger und talentierter. Zielinski auch bis auf Distanzschüsse sehr gut und Ecken gut. Wir brauchen natürlich noch einen zweiten Spielmacher. Er kann Polnisch und Italienisch. Bei mir ist die Frage halt, nehmen wir als Ersatz, ja? Für Rabiot als Spielmacherersatz. Nehmen wir da Rafinha, der das schon alles kennt. Und auch günstig zu haben wäre. Oder nehmen wir Zielinski, der auch günstig zu haben wäre. Er ist positionsgebunden, das wäre aber kein Problem. Ich will ihn ja nicht groß auf anderen Positionen einsetzen. Er wäre vereinstreu, flexibel, ehrgeizig, professionell und ein Teamplayer. Spricht schon eigentlich für ihn und er wird hier demnächst ein besser, hat eine gute Führungspersönlichkeit. Wie sieht das bei Zielinski aus? 3. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch Rafinha. Wir brauchen, wie gesagt, ab und an auch mal ein paar, die die Liga schon kennen. 8,5 erstmal. Wir werfen jetzt noch nicht groß mit Kohle um uns. Samu Castillejo. Dribbling stark, Flanken stark, Torriecher gut. Letzte Saison 4 Tore, 7 Vorlagen. Das ist nicht so schlecht, aber Carlos Mané hat keinen guten Torriecher. Da überzeugt mich jetzt in erster Linie auch noch keiner so immens und er wird wahrscheinlich ohnehin nicht günstiger sein. Geht so. Deswegen hier erstmal keiner. Links außen. Piaka wäre wie gesagt schon einer, wo ich sagen würde, könnte interessant sein. Gucken wir uns natürlich trotzdem nochmal an. Flanken sehr stark. Torriecher ist in Ordnung. An der Schusskraft kann er noch arbeiten. Führungsqualität kommt bald auch nochmal einen nach oben. Er kann beide spielen und hat gute Ecken, die er schießen kann. Und er kann sogar Rechtsverteidiger zur größten Not. Also Piaka kommt auf jeden Fall mal mit auf die Liste. Ist ja auch nicht so teuer, ne? 7 Millionen können wir sogar noch runterverhandeln. Müssen wir sogar. Okay, können ihn noch nicht anfragen, aber er wird dann der Nächste, den wir anfragen. Oh, den Jugendspieler. Warte, wir müssen eh einmal auf Pause drücken. Wie gesagt, der Part jetzt sehr, sehr lang, aber dafür finde ich auch immer spannend hier in der Saisonvorbereitung. Da werden ja, wie gesagt, die Weichen extrem gestellt. Das wird nicht klappen. Das wird auch nicht sonderlich klappen. Also da müssen wir bei einigen nochmal nachverhandeln. Das sieht schon mal ordentlich aus. Wie gesagt, durch seine lange, lange Verletzung leider nicht der Wertgewinn bei rumgekommen, der es eigentlich geworden wäre. Wenn er wenigstens ab und an mal gespielt hätte, wäre er auch bei 20 Millionen ungefähr gelandet und nicht bei 10. Also, weil er ja das halbe Jahr verletzt war, Wertverlust von einer, ja, von 50%, ne? Sarabia gescheitert, Banega ist gewechselt für 16,5. Das heißt, jetzt sollte man das Geld für Piaka nämlich haben. Aber dreimal sollte man das haben. Deswegen direkt anfragen, wir haben nicht mehr Zeit zu verlieren. 6,5, sonst war hier keiner interessant. Jetzt können wir langsam die Stürmer anfragen, wo es wichtig wird. Pereira, der ist Distanzschütze. Das wäre eine etwas andere Art, aber der ist mir noch nicht günstig genug, muss ich ehrlich sagen. Wobei es geht. Aber da haben wir ja auch unseren Zinedine. Da braucht man eigentlich keinen. Nehme ich wieder Abstand. So, jetzt kommt das Wichtige. Da, wo ich keinen Abstand nehme von den Stürmern, da braucht man definitiv was Gutes. Paco Alacer, der hat ja letzte Saison schon, ich glaube, er war zweitbester Knipser.
Er hat aber geht steil, ne? Das ist jetzt als Sturmtank nicht so geil. Er ist der schnelle Stürmer. 5 von 10. 11 Meter auch solide. Aber ich glaube, Batshuayi als Strafraumstürmer, größerer Torriecher, wäre mir erstmal lieber, auch wenn er die Sprache leider nicht kann. Deswegen frage ich zuerst Batshuayi an. Auch wenn sehr wahrscheinlich Kollege Alcacer günstiger wäre. Den können wir nicht nochmal anfragen. Ne? Dafür sollte das Geld noch nicht reichen. Nee. Heben wir uns aber auf. Wissen wir Bescheid. So, wir gucken direkt, wie gesagt, in den Jugendspieler rein. Wo war der? In der B-Jugend dann. Es war Miramon. Der hat Dribbler, das ist gut, das heißt, er ist also der Offensive. Passt, wir können direkt auf die Werte gehen. Antritt, Beweglichkeit, hier die 62 müssen wir glaube ich auch mit reinnehmen, die 55 nehmen wir mit rein, 49, 50 und 58, 57, so. Sollte eigentlich schnell stark werden, also auch da ganz gut. So, ihn stellen wir dann ins Linksaußen. Isco, Sarabia, die gehen beide. Aber egal. So, und gehen darf auch Walter. Weil Rechtsverteidiger haben wir unseren P-Karek. Talentschwächste immer entlassen. Noch kein Neuzugang, aber wir wollten hier gucken, ob wir nicht noch irgendeinen Verkauf anleiern können. Müssen wir aber aktuell nicht. Steht soweit alles erstmal. So, hier müssen wir noch einen nach oben schieben. 78, fehlt nicht mehr viel, dann ist er wieder Stammspieler. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ich gucke nochmal in meine Nachrichten. Was war denn da noch hier an E-Mails? Nur Spam. Alles klar. Muriel, da fehlt beim HSV nicht mehr so viel. Könnte vielleicht zum HSV gehen. Ben Yedda ist zu wenig. Da sind wir ja noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Und hier sieht es auch nicht berauschend aus. Berauschend aus. 23, also 25 Millionen, sorry, der ist 15 wert, den könnten wir für 30 verkaufen, da will ich die 25 Millionen, leckt mich. Da könnt ihr mich mal am Popo lecken, hier unser Kontostand sieht sehr positiv aus. Und ich bin froh, wenn das zweite Freundschaftsspiel dann absolviert ist, danach mache ich auch direkt einen harten Cut, weil ich nämlich hart kurz mal weg muss. Ben Yedda und Muriel gescheitert. Das ist sehr schade. Isco wird jetzt auch scheitern, aber dafür kann er zu Arsenal gehen. Das ist mir zu wenig. 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 Ich lasse mich doch nicht verarschen, Leute. Ihr schenkt mir auch keine Spieler, also schenke ich euch auch keine Spieler. Ich muss ein bisschen auf meine Finanzen achten, weil ich noch einen Kredit abbezahlen möchte und noch viele weitere Transfers abseits der Transferliste machen will, womit ich mich verstärke. Die Spieler, die ich jetzt hole, sind nicht unbedingt die Stammspieler. Es könnten Stammspieler werden, aber mehr dann die Backup-Spieler. Wir brauchen natürlich deutlich mehr Qualität. Wenn wir tatsächlich Meister werden sollen, dann brauchen wir hier die 80er-Leute. So. Da hat sich nichts getan. Noch kein Neuzugang dazugekommen. Isco ist auch noch da. Nächster Spieler, der uns sehr wahrscheinlich absagen wird. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal alles anfragen, damit wir die Jugend Stück für Stück stärker machen. Ist natürlich jetzt, ihr könntet Kritik, wer wirklich Kritik äußern will, ja, der kann sagen, RB Leipzig wird kritisiert, dass sie die Jugendspieler dahin holen. Aber es ist hier im Fußballmanager noch recht normal. Das ist günstiger als das Gebäude auszubauen und geht auch erstmal schneller.
Erstmal gucken, ob wir einen weiteren Verkauf hingekriegt haben. Sieht nicht so aus. Alles nur gescheitert. Das heißt, wir müssen neu anfragen. Hier sind wir kurz vor der Einigung. Da könnte ich vielleicht auch sagen, 3,4 ist okay. Und ansonsten ist noch nichts komplett gescheitert. Und ich muss hart aufs Klo, Alter. Ich mache jetzt hier schnell das Freundschaftsspiel. So. Mitchell Deeks. Mit wem hat er denn Stress? Ich sag aber erstmal, er soll sich beim Kopfball verbessern. Ist ja ohnehin nicht der Spieler, der unbedingt bei uns bleibt, aber ist ja egal. Dass wir erstmal mit ihm gesprochen haben. Die Teamchemie ist ja recht gut aktuell, muss man sagen. Und wir haben da schon ein paar, die schon für Überraschungen sorgen könnten diese Saison. Nicht unbedingt Marc Uth, der wird nicht wirklich bleiben. Den könnte ich mir verleihen oder erstmal als Backup behalten und dann im Winter auf jeden Fall verkaufen. Mal gucken, wie ich das da löse. Je nachdem, wie viele Stürmer wir bekommen, entscheidet sich das zwischen Laie und erstmal behalten und im Winter verkaufen. Also Laie dann mit Kaufoptionen auch, versteht sich. Aber es wird halt selten gezogen, deswegen ist das nicht ganz so meine Lieblingsoption und man macht damit weniger Geld als mit einem Verkauf im Winter. Ich möchte einen erfahrenen Trainer, ja, mehr können wir nicht sprechen. Dann würde ich sagen, schnell rein ins Testspiel. Wir kümmern uns mal nicht wirklich um die gegnerische Taktik, sondern fangen direkt an. Wir haben ohnehin keinen Neuzugang. Kämpft um jeden Ball, Freunde. Kämpft um jeden Ball. Können heute sogar einmal weniger wechseln. Wir führen durch Marc Uth. Das ist ja fantastisch, Fernandes. Marc-Oliver Kempf legt das zweite vor, wieder von Uth. Das ist doch hervorragend. So habe ich mir das doch vorgestellt. So, ich sage schon mal ganz vorsichtig, werde ich direkt hier nach dem Spielende das Folgenende machen werde. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge mit einem Daumen nach oben bewertet und natürlich auch ein Abo da lasst. Wie gesagt, es ist verdammt wichtig, dass ich wieder in die Nähe der 1000 Abos komme, um alle gewohnten Futures, die YouTube so hat, nutzen zu können. Und außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt mit den Transferbewertungen, welche Spieler. Von welchen Spielern erwartet ihr diese Saison den Durchbruch? Wer kann es bei uns schaffen? Wen brauchen wir nicht? Sowas interessiert mich. Abo, wie gesagt, da lassen, das Video teilen auf Facebook, Twitter oder sonst wo, euren Freunden von meinem Kanal erzählen. Und ansonsten bin ich einfach gespannt, wie sich das hier in Sevilla entwickelt. Wir gewinnen das Spiel eindeutig mit 4:0 und ja, ich bin schnell raus, begrüße euch im nächsten Part wieder, schaut auf meiner Homepage vorbei, ich kann es immer nur wieder sagen, dort könnt ihr das Video auch gucken, dort könnt ihr auch aus Versehen die Werbung anklicken und natürlich auch links oben auf der Homepage heelfuck.de/blog eine Spende dalassen, via PayPal, via Schieberegler auch selber auswählbar zwischen 1 und 50 Euro und es würde mir tierisch helfen. Ich bin raus, bis zur nächsten Folge, ciao.